Guten Tag, hier ist der Gusua im Clash Royale Fieber. <laughs> äh, ich spiele gerade gegen Mr. Hybrid im, ja, in, in meinem Clan und hoffe, dass ich ihn nagisch machen kann, aber mal gucken, die sind ja alle immer besser als ich. Aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich nicht aufgeben. Ah, sehr gut, da konnte ich sogar noch ein bisschen die Pfeile sparen, aber. Mal gucken, ob das läuft. Ah, schade, Hexe. Down, down ist die Hexe. Aber, ah, die kleinen Truppen, die machen es echt, die machen echt den Unterschied. So, ich habe das für. Hm, noch ist gar nichts. Gar nichts gemacht. Mal gucken, ob er eventuell von der anderen Seite nochmal probieren möchte. Neveler nicht. Das heißt also, ich kann meine Hexe droppen. Und kann ihm dann ganz easy vorher noch mal ganz kurz den Riese hinpacken. Damit hat er garantiert nicht gerechnet. Ja, das war so, alter Arsch. Aber jetzt sind, fehlen ihm natürlich sechs. Es ist halt immer wieder ich, ich denke halt immer wieder drüber nach. Oh ja, jetzt fehlen ihm sechs Dinger. So, jetzt muss er sich erstmal wieder reaktivieren mit allem und ich hau'n ich hau Prinz raus ich hau den ah okay ich hätte mit den Pfeilen kontern müssen war Fehler von mir aber ich habe natürlich jetzt Truppen und kann dann auch ordentlich ihn in die Schranken weisen jetzt noch ein Kobold hinterher ich hab na, Prinz und Ritter passt so, und jetzt fängt es an, langsam lustig zu werden. Ich hau den Riese raus, dass der eventuell sogar noch, solange mein Ritter lebt, eventuell noch das Ziel erreicht. Hexe hinten ran. Ja, genau, genau. Die defendet dann gut hier, das passt. Nebenbei hauen wir noch den Ritter raus. Und auch den Prinz. Den machen wir jetzt mal ganz vorne hin hier. Ganz, ganz knallhart. So, jetzt sieht er glaube ich schon ein bisschen älter aus, weil ich jetzt wirklich einen Truppenvorsprung habe ohne Ende. Noch eine Hexe, doppelte Hexenaktion geht mal, denke ich mal, mega gut ab. Ah nee nee nee, stopp stopp, äh, Pfeile. So, sehr gut. Und jetzt wirklich nur Sp Spam Spam Spam. Oh, nice. Ah, ja, es waren halt zwei Witches. Zwei Witches sind natürlich tight the bitches. <laughs> nee, also, das äh, ist natürlich dann krass. Das ist natürlich dann gar nicht so verkehrt. Ich wollte wieder drücken, dass ich äh, schreiben will. Da muss ich mich dran gewöhnen, dass ich halt nicht. <laughs> Danke. Du brauchst dich nicht bedanken, dass ich das Spiel annehme. So weit sind wir nun noch nicht. <laughs> so, mit einem riesen Defenden zumindest, dass der den ein bisschen abhält. Oh, jetzt will ich sehen, was die Hexe hier mit dem macht, echt. Ich muss natürlich gucken, dass die Sperrkobolde den nehmen, weil, wenn ich mit normalen Kobolden rangehe, sind die natürlich gleich Futsch. Ritter? Der nur drei nimmt. Also, wenn man überlegt, eigentlich ist der Ritter richtig, richtig OP-günstig. So. Ah, die Musketieren richtig kassiert, würde ich sagen ja die Kurbel ja, es ist halt wirklich so die barbaren können halt mega was da ja, werden auch die Pfeile die ich jetzt abschieße nicht wirklich viel ran reißen können alter das ist so hardcore was die barbaren machen echt schade außerhalb des bereiches wo halt äh, mein turm schießen könnte Nicht genug Elixier. Ah, okay, jetzt kommt er hier mit Special Tactic. Oh, ich sehe meine ganzen Koboldischen rumfliegen. Bam! Ja, war ja klar. Oh, das war richtig schnell rasiert, würde ich sagen. So, danke. Yo. So, jetzt wollen wir natürlich wieder äh, welche in meiner Liga probieren. 1119 ich glaube, das müsste mein neuer höchststand sein angelo play hexe dabei ritter dabei mit dem ritter langsam antesten auf der rechten seite und mit hexe definitiv hinterher oh, ja gut definitiv jetzt schön den oh sehr sehr nice und Kobolde. Sperrkobolde gleich, oh, die, äh, die Hexe. Ah, okay, Pekka ist natürlich jetzt böse. Jetzt hoffe ich mal, dass er nicht gerade unbedingt die Pfeile am Start hat. Die würden mir natürlich jetzt richtig das Genick brechen. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt nicht gesagt hätte. Ich, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte jetzt nicht den, die Musketierin einfach so setzen dürfen. Ich hätte warten müssen, bis sich das Elixier halt weiter aufgefüllt hätte. Und dann hätte ich halt viel besser reagieren können. Das muss ich auf jeden Fall ändern. So, warten. Bis ich reagieren kann auf seinen Angriff. Hau ich den Riese raus. Ah, er hat auch gleich doppelte Taktik genommen. Ah, mit P.E.K.K.A. Der ja, wird ganz schön... Da wird mein Riese ganz schön drunter leiden. Aber die Menge. Jetzt die Skelette. Jupp. Yep. Wieder... Ich gehe wieder auf Menge. Oh ja, nicht genug Elixier. Gut. Ich, ich warte wieder. Egal. Auch wenn die Hexe down geht... Ich warte. Alter, die smasht richtig rein. Hammer Nummer auf jeden Fall. Warten. So. Riese. Prinz. Musketierin. Vorteil ist, er hat keine Truppen, die auf ah zu weit oben gesetzt, definitiv zu weit oben gesetzt. Er hat aber keine Truppen, die äh, so, so Drachen oder sowas. Aber trotzdem wird das mich hier ganz schön viel Überredungskunst kosten. <laughs> Bitte halt noch durch, Ritter. Ja. Yep. Läuft bei mir. Riese defendet wieder. Musketieren hier. Sklette. Kronen KO, genau. Ich warte wieder. Genau, ich warte wieder. Lass Alex wieder komplett auffrischen. Und hau jetzt. Ah, ich hätte noch eine Hexe raushauen können. Ritter. Na mit dem konnte er nicht viel machen. Das ist geil. Ah, die werden reagieren, genau. Die werden meinen Prinzen schon kaputt hauen. Ich habe auch noch nie Kobolde als äh, als Dev genutzt. Aber gut, hier wird's gemacht. Alter, die, 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 die Hexe lebt echt lange. Das gibt's nicht. Alter, fast. Ich, ich hätte jetzt dahin schießen können, theoretisch ist aber Blödsinn gewesen. Ich hätte die 126 nicht äh, hingekriegt. Dann hören wir erstmal mit dem Video auf und dann äh, quatsche ich mit Moritz nochmal weiter. Dann, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen. Sorry für das abrupte Ende, aber Moritz geht in dem Fall vor. Bis dann, ciao, ciao.